Ja, moin, hallo Leute, hier ist wieder euer Thorsten aus Weißnichtswelt. Heute mit einem Aufregerthema, Energiewendeverhinderung in Bayern wieder mal. Wie läuft es in anderen Bundesländern? Da möchte ich mal ein kleines Video drüber machen. Ich bedanke mich mal eben beim Ralf, der mir dieses Video gestern vorgeschlagen hat im Grunde genommen. Er hat mir nämlich die Berichte dazu gesendet. Gut. Vorab möchte ich mich natürlich wie immer bei den PayPal-Spendern bedanken, beziehungsweise bei den Leuten, die mir PayPal-Geschenke gemacht haben. Das ist diesmal der René, der Andreas und der Uwe. Die haben mir über den PayPal-Link, der ja immer in meiner Videobeschreibung ist, kleinere Geschenke gemacht, beziehungsweise der Andreas sogar ein etwas größeres. Ich bedanke mich bei euch dreien, dass ihr den Kanal unterstützt. Gut, um was soll es heute gehen? Es geht wieder mal um das Thema Energiewendeverhinderung, speziell in Bayern. Da hat der Bayerische Rundfunk einen Bericht gemacht, das Video ist auf YouTube, das verlinke ich euch unten mal. Und die haben aber auch einen Artikel dazu geschrieben und wir gucken uns heute mal den Artikel an. Und das ist dieser hier, zu viel Photovoltaik, bayerisches Stromnetz am Limit. Ich glaube, mir haut es den Vogel raus, das sei seine erste Reaktion gewesen, hat Axel Günther, Chef einer Günther übrigens, das ist irgendwie falsch geschrieben. Oder heißt er wirklich Güthner? Naja gut. Ein Eisen- und Sanitärgroßhandel wollte auf dem Hallendach seiner Firma in Oettingen im Landkreis Donau-Ries eine Photovoltaikanlage installieren. Leistung 300 kW, mittelgroße Anlage, heutzutage nichts Außergewöhnliches. Nee, sehe ich auch so. Ich habe auch einige Zuschauer, die gerne mal schon in den Megawatt-Peak-Bereich bauen. Das gibt es also wirklich alles. Und wer eine große Firma hat, 300 kW, normale Anlage auf dem großen Dach. Die geplante Photovoltaikanlage könnte aber nicht ans Stromnetz angeschlossen werden. Der Grund, das Stromnetz in der Region ist ausgelastet. Die kleineren Anlagen auf Dächern von Privathäusern können zwar noch ans Netz gehen, aber schon etwas größere Anlagen nicht mehr, heißt es bei dem Netzbetreiber. Da muss man schon mal direkt sagen, der Netzbetreiber ist natürlich ein Spaßvogel. Der kann jetzt nicht einfach sagen, du darfst deine 300 kW nicht bauen, aber 10 Leute dürfen 30 kW bauen. Das geht nicht. Da ist eigentlich so ein bisschen der frühe Vogel. Also wer da als erster kommt, der malt zuerst. Dann müsste er jetzt eigentlich mindestens sagen, wie viel denn anzuschließen ist. Das hat er wohl nicht getan. Also wie gesagt, das Video könnt ihr euch ja auch nochmal angucken. Dann fragt sich der heißt wohl wirklich Güttner, wie die Energiewende wohl zu schaffen ist. Und naja, das Stromnetz müsste also schneller ausgebaut werden. Denn bisher kann der Netzausbau nicht mit dem Zuwachs an Photovoltaikanlagen mithalten. Das Nördlinger Ries steht dabei stellvertretend für ein bald flächendeckendes Problem. Ja, das stimmt. Überall in Deutschland kann es zu Netzengpässen kommen. In Bayern aber besonders. Das liegt an einer kleinen Besonderheit, die ich gleich noch mal ein bisschen ausführen werde. Das ist, man glaubt es manchmal alles gar nicht. Dann kommt hier von den Netzbetreibern liegen gewaltige Aufgaben. Mehrere bayerische Netzbetreiber haben dem BR die Situation bestätigt. Von der N-Energy Netze aus Nürnberg heißt es, die Kapazitäten im Stromnetz des Unternehmens seien bei viel Sonnenschein weitgehend ausgereizt. In verschiedenen Regionen bestünden Engpässe für die Aufnahme von regenerativ erzeugtem Strom. Schwäbische Netzbetreiber LEW Verteilnetz sieht sich mit Blick auf die Zukunft vor gewaltigen Aufgaben, denn es braucht noch viel mehr Photovoltaik, das Dreifache von dem, was bisher am Netz ist. Um die Ziele der Klimapolitik zu erreichen, teilt das Unternehmen mit. Dafür blieben noch 7 Jahre Zeit. Nein, eigentlich nicht. Wir müssen nämlich eigentlich jetzt bauen, was geht, und nicht 7 Jahre warten. Das ist schon wieder genau das Problem auch eigentlich. Dieser Satz von diesem Netzbetreiber beschreibt genau das Problem, das bei den Netzbetreibern herrscht. 7 Jahre, das ist auch die Zahl, die bei Netze ODR im Nördlinger Ries immer wieder fällt. Aber in einem anderen Zusammenhang. 7 Jahre hat das Genehmigungsverfahren für den Ausbau der regionalen Hochspannungsleitung von Ellwang im benachbarten Baden-Württemberg nach Nördlingen gedauert, sagt Sebastian Meyer. Er ist der technische Vorstand bei dem Energieunternehmen ENBW ODR, zu dem auch der Netzbetreiber Netze ODR gehört. Die Leitung zu verstärken wäre Teil der Lösung für die geplante Photovoltaikanlage vom Unternehmen Axel Güttner in Oettingen. Denn damit könnte mehr Strom aus dem Ries in die großen Verteilnetze fließen. In diesem Fall wäre der Netzausbau, für den die Behörden in Baden-Württemberg zuständig sind, naja, wobei eigentlich ist das auch egal, wer dafür zuständig ist, eigentlich ist der Netzbetreiber dafür zuständig, also sogar verhältnismäßig einfach. Ja, also da ist wirklich der Fakt oder der Fun-Fact, dass da die Leitung eigentlich steht. Das heißt, da sind die großen stählernen Kolosse für die Leitung, die aber nur auf einer Seite hängt. Wenn ihr das Video seht, werdet ihr es sehen, es ist einfach lustig. Die Masten sind also alle da und auf den Masten ist noch Platz, das ist eine ganze Seite frei. Es müssen nur 2 weitere Leitungsseile auf die Masten gelegt werden.
Zuletzt habe das zuständige Schwesterunternehmen Netze BW aber allein 2,5 Jahre auf einen Termin beim Oberlandesgericht Mannheim gewartet, um den Einspruch einer Bürgerinitiative zu behandeln. Der Termin hat dann 1 Stunde gedauert, der Einspruch sei abgewiesen worden. So, das ist natürlich auch ein bisschen stellvertretend. Hier ist auch mal eine Karte, wo noch Kapazitäten im Netz sind und wo es begrenzter ist. Könnt ihr euch gerne angucken. Ich verlinke auch diesen Artikel natürlich. So, jetzt könnte man natürlich meinen, ach, die armen Netzbetreiber, die können ja gar nichts dafür. Und man muss man natürlich ganz ehrlich sagen, naja, wer ist denn verantwortlich für die ganze Scheiße? Die Netzbetreiber, denn wir wissen ja schon seit, ich weiß gar nicht, war es 2011, Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen durch die CDU, eigentlich davor schon mal durch die SPD-Grüne Regierung, dann wurde es von der CDU wieder umgedreht, dann wurde es von der CDU nach Fukushima wieder instand gesetzt, also in den alten Stand gesetzt, dass eben die Atomkraftwerke ausgeschaltet werden sollen, was natürlich mehr regenerativen Ausbau bedingt und das wiederum bedingt auch mehr Netzausbau. Das ist jetzt nicht irgendwie überraschend vom Himmel gefallen, das Problem. Also seit 2010, 2011, eigentlich davor schon, konnte man das wissen. Wenn ich jetzt mich also beschwere, dass ja jetzt ein Verfahren zu einem Netzausbau 7 Jahre gedauert hat, kann ich ja locker zurückrechnen von 2023 auf 2016. Das heißt, dieser Antrag wurde erst in 2016 gestellt, also 5, 6 Jahre später. Und genau da ist das Problem. Man sieht das ja, ich habe ja eben laut vorgelesen, dass der eine Netzbetreiber dann sagt, man hätte ja nur noch 7 Jahre Zeit. Nein, man hätte vor 10 Jahren schon arbeiten müssen. Und man hätte auch die letzten Jahre schon arbeiten müssen. Und man darf sich jetzt auch nicht darauf ausruhen, dass man ja noch 7 Jahre Zeit hat. Denn sowas, das ist genau das große Problem. Das Problem ist tatsächlich in Bayern etwas stärker. Die Netzbetreiber in Bayern sind lustiger. Ich habe auch mit einem Netzbetreiber in Bayern mal telefoniert. Da hieß es, eine 30 Kilowatt Peak Anlage auf dem Dach dürfte nicht gebaut werden. Nur 8 Kilowatt Peak, denn der Eigentümer des Hauses hätte ja eine 22 kW Wallbox und die, dann wären das halt zusammen 30 kW. Wenn natürlich so gerechnet wird, muss man den Netzausbau ein bisschen stärker betreiben, damit man das mathematisch hinkriegt. Das muss man sich, wie gesagt, manchmal auf der Zunge zergehen lassen, was da für ein Schwachsinn auch zusammenkommt. Also man kann gerade bei diesen Überlandleitungen gibt es noch Reserven, die einfach rein mathematisch freizulegen sind. Das heißt, in Wirklichkeit sind die teilweise gar nicht so ausgelastet, wie sie scheinen, weil nur komische Annahmen getroffen werden. Das muss man mal hinterfragen, ob das wirklich alles so nötig ist. Die Problematik bei Kälte und bei Sonne und. Und dann ist natürlich die Frage, Gerichtstermine und so können natürlich auch eher stattfinden. Das heißt, wenn da eine Leitung schon liegt, dann muss sie leichter ausgebaut werden können. Aber genau das wurde ja vor kurzem auch beschlossen. Ich habe ja darüber berichtet, dass das jetzt zukünftig alles etwas einfacher sein soll und dass auch diese ganzen Umweltbelange, wenn es dann einmal geprüft ist, im Prinzip nur noch darauf geprüft werden, dass wie denn der Mehr-Impact ist. Gut. Das war die eine Seite der Medaille. Und dann hatte der Ralf mir aber noch was geschickt und das ist die andere Seite der Medaille, nämlich NRW. Also ausgerechnet NRW ist jetzt auch jetzt nicht unbedingt das Bundesland, das für perfekten regenerativen Ausbau bekannt ist. Mit neu installierten Solaranlagen, das hat hier LE NRW, das ist die Landesinitiative Erneuerbare Energien NRW. Neu installierten Solaranlagen mit einer Leistung von 913 Megawatt im vergangenen Jahr hat Nordrhein-Westfalen das Niveau der bisherigen Rekordjahre 2010 und 2011, das war also im Prinzip genau vor der Totalbremse durch die Kandidaten, wie hieß er denn noch, der Kleine von der FDP, ihr wisst, der kleine Asiate, wie hieß er noch, ist ja auch egal, ihr wisst, wen ich meine. Ich vergesse diesen Namen immer. Also wie gesagt, da haben ja in 2010, 2011 hat ja CDU, FDP irgendwie wohl regiert. Und da wurde ja komplett die Megabremse in die Regenerativen gelegt. Deshalb waren 2010, 2011 noch gute Jahre und danach ging es nur noch nach unten. Im Vergleich zum Jahr 2021 fiel das Plus mit knapp 40% deutlich aus. Wie eine vom Landesverband Erneuerbare Energien vorgenommene Auswertung der Meldung im Marktstamm. Datenregister zeigt. So, und dann könnte man ja meinen, na, siehst du, in NRW läuft es ja wenigstens und woanders läuft es und in Bayern läuft es nicht. Aber so einfach ist das auch nicht. Also wie gesagt, der Artikel vom LEE
klang ja so ganz nett. Aber dann habe ich zufällig einen Link im Photovoltaikforum gefunden auf die Aktuelle Stunde, die dann auch witzigerweise sich um dieses Thema gerankt hat. Und da klingt das dann noch ein ganz bisschen anders. Energieallee an der A31 im Kreis Borken. Vor fast einem Jahr wurde das Schild enthüllt. In diesem Windpark soll eigentlich die größte Photovoltaik-Freiflächenanlage in NRW entstehen. Wind und Energie an einem Ort, aber noch fehlt die Genehmigung. Es wird im Zweifel in NRW öfter so ausgelegt, dass die Anlagen nicht genehmigt werden. Andere Bundesländer wie Brandenburg, wie Bayern haben das schon gezeigt, dass es auch möglich ist, innerhalb von Windparks Freiflächenanlagen zu bauen. Und es sind auch die besten Flächen, die sich eigentlich dafür anbieten. Solaranlagen auf dem Acker sind in NRW noch die Ausnahme. Die meisten befinden sich auf Dächern. Dort gab es im letzten Jahr einen gewaltigen Schub. 913 Megawatt an Solarenergie wurden zugebaut. Aber um die Klimaziele zu erreichen, wäre mehr als das Doppelte nötig, sagen der Unternehmer und der Verband der erneuerbaren Energien. Sie erwarten deshalb, dass die Landesregierung jetzt schnell handelt. Die Freifläche in Nordrhein-Westfalen ist vorhanden, ist aber bisher durch gesetzliche Regelungen leider nicht nutzbar gewesen. Und da müssen wir jetzt einfach ran. Über den Landesentwicklungsplan muss die Freifläche viel mehr in Erwägung gezogen werden, möglich gemacht werden. Der Solarausbau im Land läuft sehr unterschiedlich. Die besten Kommunen bezogen auf die Einwohnerzahl sind Paderborn, Bielefeld und Münster. In Düsseldorf stagniert es. Dort wurde zwar gerade ein Solarkraftwerk auf dem Dach einer Eishalle errichtet, aber auch das wird nicht reichen. Wir haben seit dem letzten Februar gemerkt, dass wir auch in den vergangenen Jahren hier energiepolitisch in die falsche Richtung gelaufen sind durch die Abhängigkeit von Russland. Und der Ausbau der Photovoltaik dient auch dazu, unabhängiger zu werden. Große Flächenanlagen wie an der A31 würden helfen. Doch solange die Rechtslage für Behörden schwammig ist, passiert zu wenig. Auf jeden Fall fühlen wir uns ausgebremst. Wir haben alles vor Ort. Wir könnten morgen anfangen, die Anlage zu bauen. Wir haben das Netz vor Ort, wir haben den Netzanschluss vor Ort. Wir haben ein eigenes Umspannwerk und wir könnten mit Baugenehmigung innerhalb von einem halben Jahr den ersten Strom einspeisen. Strom für 34.000 Haushalte im Kreis Borken und dem angrenzenden Ruhrgebiet. Also man sieht, Grüße an Ralf. Sorry, ich hatte mein Mikro gar nicht an. Auch in NRW läuft nicht alles ganz perfekt. Auch da sind noch Dinge zu machen. Man muss ganz insgesamt sagen, dass also die Energiewende wirklich noch an Blödsinn stockt. Dinge, die eigentlich ja längst überwunden sein könnten oder zu überwinden sind, relativ einfach zu überwinden sind, hindern immer noch am Ausbau. Also wie gesagt, warum NRW da so einen Schwachsinn betreibt, weiß ich auch nicht. Warum in Bayern die Netzbetreiber alle Tiefschlaf betreiben, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass sich in unserem Land noch ein bisschen mehr dreht in diese Richtung und dass wir bald zusammen auch mal auf eine 100%ige regenerative Versorgung kommen beim Strom. Denkt dran, dass ihr den Kanal ruhig mal eben abonnieren könnt und schon mal aus Nettigkeit für dieses Video vielleicht einen Daumen hoch oder Daumen runter geben könnt. Und wie gesagt, was immer wichtig ist, wenn ihr abonniert habt, vergesst nicht die Glocke. In diesem Sinne, ciao, ciao.